Ja, die Zeit. So, hallo, ich grüße euch. Wir machen heute eine Kameraaufzeichnung. Also wer hier hinten noch sitzt, der ist dann im Bild. Ich hoffe mal, dass das so geht. Ihr seht ja schon, ich habe hier mal eine Mindmap aufgebaut. Das ist ungefähr so das elektronische Pendant zum Gehirn. Und das funktioniert sozusagen so, wie wenn man Kuchen bäckt. Ne? Das ist im Prinzip das Ziel hier, das freie Deutschland. Und das sind die Zutaten. Da gibt es einmal den kaiserlichen Bundesrat, der also sozusagen den Staat. Ja, geht so, ja. Ja, genau. Ja. Aber wo ist das hier? Der rote. Ja, der Orange. Das ist sozusagen das Ziel und das sind die Zutaten. Wir haben also hier die Zutat Staat und das ist eigentlich nicht Staat. Weil viele denken immer, der Reichskanzler ist derjenige, der die Geschäfte macht, aber er ist eigentlich nur Chef einer Exekutive, nämlich derjenigen Institution, die faktische Handlungsfähigkeit des Staates macht. Also, dass es eine Verwaltung der Bodenrechte gibt, dass es eine Verwaltung und Ordnung der Justiz und des öffentlichen Lebens ist. Aber das hat nichts mit den Leitlinien der Politik zu tun, die hier in Deutschland überhaupt nicht beackert werden. Es gibt niemanden, der für Deutschland ein sinnvolles Konzept verfolgt. Alles das, was die Frau Merkel macht, ist alles nur Eigennutz. Sie dient nicht unserem Land, sondern sie dient einer Elite, die hinter ihr steht und die unserem Volk und auch dem Land schadet. So, ihr habt es sicherlich in letzter Zeit mitgekriegt, dass überhaupt niemand mehr gefragt wird. Da gibt es Bürgerbegehren, da gibt es riesengroße Zettel, die dahin geschafft werden, riesengroße Kisten mit Stimmen. Wir wollen das Volksentscheid, das tut sie alles ablehnen. Sie macht ihr Ding, sie setzt den Hudenplan um. Der Hudenplan ist eine Sache, die 1943 schon mal entschieden worden ist. Da ging es um die Umfolgung von dem sogenannten Deutschen Reich. Ja, also, wenn man so will, eine Völkermordleid. Also nicht mit erschießen, sondern ausdünnen. Und das ist das, was also die Grünen meinen, wenn sie sagen, oder Joschka Fischer hat das mal auf den Punkt gebracht, der gesagt hat, ja, die Deutschen sind also Rassisten und das muss ausgedünnt werden. Das stimmt aber alles nicht. Wir sind einfach nur erfolgreich und das stört viele Völker. Also die wirtschaftliche Macht ist für andere Völker ein Problem, weil sie dann im Prinzip ins Hintertreffen kommen. Aber nur deswegen, weil sie nicht mit uns zusammenwirken wollen. Wenn wir das wirklich so wollten und uns organisieren würden, könnte man in ganz Europa gut zusammenleben. Also zum Beispiel Russland und das Russische Reich, also Zarenreich und das Kaiserreich, die haben früher gut zusammengewirkt und da ging es ganz Europa gut. Und das hat eben bei manchen Volksgruppen einen gewissen Neid ausgelöst und das war der eigentliche Grund der zwei Weltkriege. Also das Kronprinzenpaar beseitigen, wollte also Österreich-Ungarn diese Monarchie aufbrechen und dann im zweiten Anlauf sozusagen das Deutsche Reich in sich zerstören und aufteilen. So, und jetzt haben wir eine Situation drin, wo es allen nicht gut geht, wo es Deutschland nicht gut geht, weil es vorne und hinten eben nicht mehr reicht und wo die Länder in Europa auf eine Finanzkrise zusteuern, die keiner mehr unter Kontrolle hat. Und das ist nur deswegen so trügerisch, weil wir eben hier noch Ruhe haben. Also wir haben noch nicht die Straßenschlachten, wie wir sie in Griechenland zurzeit haben, aber das rollt auf uns zu. Ja? Die erste Stufe, wo es losgeht, ist, dass sie dann nachts hier die Solaranlagen vom Dach schrauben, damit die Leute, die keinen Strom mehr bezahlen können, wenigstens noch das Handy laden können. Da kommst du früh hin und da geht es Licht nicht mehr einzuschalten. Und dann die zweite Stufe ist dann, dass die Straßenschlachten losgehen. In Frankreich sehen wir es, in Italien sehen wir es, in Griechenland sehen wir es. Und das können wir alles in Deutschland nicht gebrauchen. Und was ich versuchen will, ist einfach mal zu erklären, was ist denn hier los mit den Reichskanzlern, was ist denn hier los mit dem Kaiser, warum und wieso hat man denn versucht, das zu unterdrücken. Und wäre dort nicht vielleicht eine Lösung, wie wir ohne Krieg und ohne Blutvergießen aus dieser schlimmen Situation, in die wir uns auch durch unsere eigene Trägheit reinmanövriert haben, rauskommen. Und zwar so rauskommen, dass es juristisch sauber ist. So, ich muss mal hier was erklären. Also wir haben im Prinzip hier, das ist im Prinzip unser Kuchen, den wir backen wollen, und das sind die Zutaten. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was ist denn mit dem Reichskanzler los? Ihr wisst ja, ich muss mal mit der Maus hier draufklicken, damit es aufgeht. So, ja. Also im Reichskanzler, habe ich jetzt richtig geschrieben schon mal. Da haben wir hier die Exekutive, also das ist im Prinzip das, was wir unter Regierung verstehen, also die das Tagesgeschäft des Staates organisieren. Also machen wir jetzt mehr Renten, machen wir jetzt mehr Sozialpolitik, machen wir mehr Schule,
Und das nennt man faktische Handlungsfähigkeit. Also dass man sagen kann, Land, was von draußen hier nach Deutschland reinblickt und irgendwas vom Außenministerium will, das kriegt eine Antwort. Und Leute, die eine Rente bezahlt haben wollen, die kriegen ihre Rente. Und Leute, die eine soziale Sicherung wollen, haben eine soziale Sicherung. Das ist das, was wir unter Staat verstehen. Aber das ist nicht das, was ein Staat ausmacht. Der Staat ist ein Zusammenschluss von Leuten, die für die Organisation des öffentlichen Lebens eine gute Richtung bestimmen. Und das hatten wir seit Bismarck und seit Kaiser Wilhelm II. Nicht mehr gehabt. Alles, was die Weimarer Republik ausgemacht hat, ist unsere Arbeitskraft bewussten. Also die haben die Leute in die Betriebe geschickt, die haben aus einer normalen Arbeit ein Malochen und ein Taylorismus eingeführt, also dass jeder nur noch einen Teil seiner eigentlichen Aufgabe beherrscht, jeder ist ersetzbar und jeder wird zu Tode gehetzt, bis er 65 Jahre arbeiten muss, damit er seine kärgliche Wohnung bezahlen kann. Das ist aber nie im Sinne der kaiserlichen Politik gewesen, weil es gab auch zu Kaiserszeiten eine Frühverrentung, dass die Leute dann mit 50, sagen wir mal, nur noch halbe Tage gearbeitet haben und trotzdem so viel verdient haben, dass die Frauen nicht mitarbeiten mussten. Weil, dass die Frauen mit auf die Arbeit müssen, ist so eine Erfindung, die in den 60er, 70er Jahren aufgekommen ist, wo es dann nicht mehr gereicht hat. Und heutzutage ist es so, dass man zwei Jobs braucht, um die Runden zu kommen, und das kann für alle nicht gut sein. Was hier noch als Erfüllungsgehilfe Firma dasteht, brasilianisches Modell, ich habe das jetzt vor uns erst geschrieben, damit ihr das ein bisschen grafisch veranschaulicht bekommt. Kann sein, dass aber Rechtschreibfehler drin sind. Was sind Erfüllungsgehilfen? Also zum Beispiel, typischer Fall ist Brasilien, die haben es optimal gelöst. Die haben nämlich einen Staat gemacht, der die Leitlinien der Politik bestimmt. Müsst ihr euch vorstellen, riesengroßes Gebiet, Großteil ist Wald und es sind ein wilder Volksstamm. Ne? Die hat alle Waffen, ist auch ein bisschen Kriminalität und man muss also diesen Sack Flöhe im Prinzip irgendwie hüten. Und da haben die eine Firma gemacht, die den Staat ordnet, die die Fahrerlaubnisse ausgibt, die sich um die Schulbildung kümmert und so weiter. Das ist alles Firma bei denen. Aber die haben einen Staat, der eine ordentliche Leitlinienpolitik macht. Und deswegen ist die Dilma Rousseff so erfolgreich, dass sie sich nur mit der eigentlichen guten Politik des Landes befasst. Und die sagt der Firma, du mach das und das lass doch mal bitte sein und hier halt doch mal ein bisschen gegen, die Kriminalität muss runtergebracht werden und so weiter. Und die Firma führt das aus, was die Regierung macht. Und das ist nämlich eigentlich das, was den Reichskanzler ausmacht. Der Reichskanzler ist nicht derjenige, der auf dem roten Teppich hin und her fährt und von allen bejubelt werden will, sondern der die Aufgaben, die Leitlinien der Politik umsetzen muss. Und wenn wir 10 oder 12 Reichskanzler haben, die sich alle für die Aufgabe berufen fühlen, obwohl ich nicht erkennen kann, dass sie wirklich diese Aufgabe wahrnehmen wollen, sondern die wollen ein bisschen rumgereicht werden mit ihrer Pickelhaube. Aber wenn die das wirklich erkennen, was ihre eigentliche Aufgabe wäre, dann wäre das eine gute Sache, wenn die sich mal damit befassen, wie man dieses öffentliche Leben organisieren könnte. Und da könnten Schittke, Ebel, wie sie alle heißen, sich mal zusammensetzen und können sich Gedanken machen, wie sie den Sack Flöhe, also Deutschland in den Grenzen von 1914, ordnen können. Das wäre mal eine Aufgabe, da können sie sich einfach mal hinsetzen und können sich mal ein Konzept machen. Da würden sie was Sinnvolles tun, weil ich bin auf Kreiskanzler nicht gut zu sprechen. Weil das eigentliche Problem, was wir haben, ist diese Legislative hier oben, diesen Bundesrat zum Laufen zu kriegen. Weil der ist derjenige, der einen rechtmäßigen Eingriff hat und die Souveränität des Landes gewährleisten kann. Das darf nämlich der Reichskanzler nicht. Das hängt mit einem Gesetz zusammen, was der alte Kaiser im Zusammenhang mit der Auflassung gemacht hat. So, wir wissen ja, wir haben 26 Bundesstaaten, also 25 offizielle, und dann kommt Elsaß-Lothringen noch dazu. Und wir haben die Reichsverweserwahl Preußen. Weil Preußen hat das Vorschlagsrecht vom Reichskanzler. Ist ja klar, ich meine, wenn man einen Regierungssitz in Preußen hat, will man natürlich auch mitreden, wer dort im Prinzip Sorgen hat. Weil dort wurde der Verweser von Preußen auch gleichzeitig als Reichskanzler vorgeschlagen. Es sei denn, die finden gehen, dann müssen sie eben nach Sachsen holen oder aus Thüringen, was auch immer. So, und der Staat, der hier, der bestimmt die Leitlinien der Politik. Das heißt, der Verweser entscheidet, wir machen jetzt Rente mit 50 oder wir machen Rente mit 60 oder wir machen ab 50 sozusagen Teilzeit, dass also die Rentner, was weiß ich nochmal, im Kindergarten ein bisschen Pförtner machen oder ein bisschen Gärtner oder so, das ist ein bisschen was zu verdienen, aber kein Leistungsträger mehr sind. Weil wenn wir Jugendarbeitslosigkeit haben, sollten wir uns überlegen, ob wir die ältere Generation mit 50 in eine Teilzeit schicken. Macht ja Sinn. Und dann machen die früher mal ein bisschen im Kleingarten was und nachmittags
bitte Kindergarten, mal ein paar kaputtgegangene Spielsachen reparieren. Kann man ja sinnvoll machen. Die wollen ja noch gebraucht und gefördert werden. Aber man sollte eben nicht Rente mit 70 machen, was die Bundesregierung momentan hat. So, jetzt gucken wir uns mal an die Reichsverweser-Geschichten 22 bis 26. So, der Fehler, den viele machen, das ist die sogenannte kalte Gründung. Was ist eine kalte Gründung? Ich gründe eine Gemeinde und habe überhaupt keinen Rückenhalt von der Bevölkerung. Also sehe ich, ich setze mich in ein Gasthaus und wähle aus unserer Runde hier einen Verweser. So, und dann. So, na, da kann, da, das kann nicht funktionieren, weil der Rest der Leute da draußen, der haben es gar nicht erfahren. Also der hier drüben, der würde gar nicht wissen, dass wir jetzt heute eine Verweserwahl gemacht haben. Das ist eine Sache, die nicht funktioniert. Na? Ein Verweser hat den Rückhalt, den Großteil der Bevölkerung eines Gebietes. Also ich habe meinetwegen jetzt einen Söller-Orle-Kreis und wir haben ein Siegel, was dort gegolten hat, am 27.10.1918. Und die sind sich jetzt darüber einig, wir machen jetzt die Wahlordnung, die weitgehend der kaiserlichen Gesetzgebung entspricht und wir nehmen das Siegel für dieses Gebiet. Wir haben also immer das Siegel von dem Bundesstaat, das ist Reuß, ältere Linie oder jüngere Linie, da unten, was in Thüringen ist. Und wir haben das lokale Siegel von wegen Schott-Hösneck. Die haben also damals zu der Zeit ein eigenes Siegel gehabt und da haben die ihre Ausweise gesiegelt. Und wenn ich zum Beispiel so einen Reichsausweis habe, da habe ich ja meist oben dort ein Adler der Weimarer Republik drauf. Das ist aber nicht das Staatssymbol, sondern das ist das Symbol des Feindstaates zum Kaiser. Der Kaiseradler sieht ein bisschen anders aus. Ihr seht hier hinten, das ist die Bundesstaatenflagge von Sachsen. Ihr seht ja schon, dass sie ein bisschen anders aussieht wie die Freistaatenflagge, die von 1920 oder 22 ist, wo Hüm und Triem so ein Wappentier ist und am Ende dieses Wappen, wie es jetzt heute im Freistaat ist. Das ist die Staatsflagge von Sachsen. Deswegen habe ich sie mal mitgebracht. Damit ihr seht sie auch an der roten Haube, ist also nicht zu verfehlen. So, und dieser Bundesstaat, der wird sozusagen durch einen Verweser geleitet. Und der entscheidet im Prinzip alle staatsrechtlichen Fragen. Also machen wir bei der Marine des Deutschen Reiches mit oder machen wir was Eigenes? Oder machen wir eine Zollgrenze oder tun wir uns mit Preußen zusammen oder tun wir uns mit Thüringen zusammen? Wie machen wir das mit Österreich-Ungarn und so weiter? Die fertigen die Staatsverträge. Also die kümmern sich nicht darum, ob Maxl Mayr eine Fahrerlaubnis kriegt oder nicht. Und die entscheiden die Leitlinien der Politik. Und die faktische Handlungsfähigkeit, das ist eine Sache der Landesregierung. So, das sind etwa 200, 300 Leute, die sich ausschließlich damit befassen, was in den Schulen gelehrt wird und wie die öffentliche Wirtschaft organisiert wird. Das interessiert die. Und die kriegen Leitlinien verpasst und an die haben sie sich zu halten. So, und zusätzlich kommt dann hier noch der statistische Rückenhalt, sage ich dazu. Also ein Verweser ist nur handlungsfähig, wenn er die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hat. Was nützt das, wenn in Kleinleckersdorf der Verweser sitzt an der Milchrampe und er sagt, das müssen wir machen, das müssen wir machen und alle im Dorf sagen, geh uns aus der Sonne. Das ist klar. Also der Verweser muss den Rückhalt des Volkes haben. Und den kannst du nur erreichen, indem die Wahlkommission die Dokumente ausfertigt, per Referendum bestimmst. Und ein Referendum ist, dass du alle wahlberechtigt sind, alle wahlberechtigt sind, die nach den Regeln der alten Bundesrepublik mit dem Grundgesetz von 1914 wahlberechtigt waren, und zwar ohne Einbürgerung. Weil man muss ja sagen, die Leute, die in der Bundesrepublik gewesen sind, die haben ja irgendwann mal ihre Macht der Regierung in Berlin übergeben. Und das musst du ja mit Referendum zurückholen. Du kannst ja nicht sagen, nur die Rostock-Deutschen dürfen das bestimmen. Die anderen müssen das auch bestimmen. Die müssen sagen, wir wollen aus der EU raus, wir wollen dieses und jenes. Wir haben es jetzt satt. Wir haben denen die Chance gegeben, in den letzten 70 Jahren das Land ordentlich zu regieren und das haben sie nicht gemacht. Also machen wir jetzt ein Referendum, um denen die Macht zu entziehen. Und das Referendum ist es ähnlich, läuft ähnlich wie in der Krim, dass sie sagen, wir wollen entweder zu Russland oder wir wollen zur Ukraine. So, und wenn das Referendum durch ist, ist das Geschichte. Und dann müssen wir uns nur organisieren, dass wir uns eine gegenseitige Köpfe einschlagen. Und dass sich die Leute, die hier was falsch gemacht haben, eine Wiedergutmachung, eine Chance zur Wiedergutmachung bekommen. Und die Leute, die Wiedergutmachung wollen, sich gedulden, bis das Staatssystem so weit angelaufen ist, dass man denen auch eine anständige Wiedergutmachung zukommen lassen will. Und viele aus unseren Reihen sind ja hier vom System weggefackelt worden, mit Scheinbescheiden, mit Gerichtsvollzieherüberfällen,
ohne ordentlichen Beschluss und so weiter. Das muss ja alles wieder in Ordnung gebracht werden. Aber das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und dann ist eben die Frage, wie wir uns organisieren und wie wir das so regeln, dass diejenigen, die eine Wiedergutmachung zum Anspruch haben, die auch kriegen und die, die in der Leistungspflicht sind, trotzdem noch, sagen wir mal, ein lebenswertes Leben haben, weil du sonst eine neue Opposition, einen neuen Krisentag schaffst. Und das auszutarieren ist nicht ganz einfach. Und wir haben uns die letzten 20 Jahre im Prinzip nur damit befasst. So, wichtig dafür, habe ich schon einen grünen Haken angemacht, sind rauszukriegen die Siegel des Bundesstaates, oder so fährt er drin, und die Wahlordnung für das Referendum. Weil es gibt ja einen Haufen Sonderfälle. Wir haben zum Beispiel Sonderfall hier in der DDR, die Vietnamesen, die DDR reingeholt hat als Arbeitskräfte. Und die in der entscheidenden Nacht vom 17. zum 18.07.1990 hier in der DDR gemeldet waren. Und bei dem Abkommen, was zwischen Gorbatschow, Kohl und Genscher geschlossen worden ist, hat man im Prinzip das Staatsfragment DDR und BRD weggeschnitten und hat was Gleichartiges an dem Tag neu gegründet. Nämlich eine DDR und eine BRD im Handelsrecht, also eine Firma, war das Staatsfragment weggeschnitten, weil es waren ja gerichtlicher Staat, weil die DDR war eine Richt souverän und die BRD war auch eine Richt souverän. Schon bei ihrer Gründung war sie eine souverän, weil Rothschild hat denen das Grundgesetz im Prinzip das Gerüst vorgegeben und hat dann nur so getan, als haben die Grundgesetzmacher das Grundgesetz gemacht. Aber das ist im Prinzip nichts anderes als der aufgedröselte Versailler Vertrag, nichts anderes ist das. Es sind nur scheinbare Rechte. Weil, wie konnte denn das Grundgesetz in Kraft treten? Die Grenzen vom 31.12.1937 kann gar keiner schaffen. Warum kann sie keiner schaffen? Weil die Haager Landkriegsordnung das verbietet. Die Haager Landkriegsordnung verbietet die Verrückung der Grenzen. Die Haager Landkriegsordnung trat beim Ersten Weltkrieg in Kraft. Damals, wo das österreichische Kronprinzenpaar umgebracht worden ist, durch so einen Bombenangriff, Sarajevo, trat die Haager Landkriegsordnung in Kraft, weil Österreich-Ungarn einen Bündnisfall ausgelöst hatte. Da musste der Kaiser Österreich-Ungarn beistehen, um sozusagen den Krisenherr zu beseitigen. Deutschland hat nicht den Ersten Weltkrieg angefangen, sondern er ist durch den Krisenherr Österreich-Ungarn entstanden. So, und beendet worden ist der Krieg aber auch nicht. Es ist nämlich nur ein Waffenstillstand passiert. Und Max von Baden, der den Friedensvertrag in Frankreich unterzeichnet hat, hätte es nicht gedurft, weil er ist nur durch Selbstermächtigung in das Amt gekommen. Also der hat einfach gesagt, Kaiser, du bist nicht mehr in der Lage, das Ding hier zu handeln. Jetzt kommen die Amis bei uns aufs Reichsgebiet, jetzt müssen wir auch was machen. Und da haben sie ihn mit dem Leben bedroht und da hat der Kaiser dann die Flucht ergriffen. Ist also dann nach Niederlande rüber und Max von Baden hat dann so getan, als wäre er der neue Chef. Und die Soldatenräte, die damals also ja, im Prinzip aus dem Krieg wiederkamen, die wollten einfach nur Ruhe haben. Und haben den Max von Baden unterstützt. Und so hat der politische Putsch seinen Lauf genommen. Das ist das, was da passiert ist. Nun ist es aber so, der Max von Baden kann keinen Friedensvertrag schließen. Weil er ist ja als Verweser gewählt. Und solange wie der Kaiser noch lebte, ist er der rechtmäßige Monarch. Also der, der seine Staatsverträge mit Imperator Rex unterschreiben konnte. Und solange wie der Kaiser gelebt hat, hat es noch niemand gegeben, der einen Staatsvertrag, auch keinen Rundfunkstaatsvertrag ausfertigen konnte. Also dass der MDR sagt, er hätte einen Rundfunkstaatsvertrag, das ist Käse, weil er hat vom Kaiser keine Ernennungsurkunde. Und wenn der Freistaat was aushöhlt, das ist das Gleiche, als wenn der Max von Baden das gemacht hätte. Der darf es nicht. Er darf auch keine Gesetze ausfertigen. Und das Bundesverfassungsgericht hat am 25.07.2012 entschieden, dass seit 1956 noch nie der gesetzliche Gesetzgeber am Werk war. Das heißt, es fällt das SGB, also das Sozialgesetzbuch, die ganzen Gesetze für die Einführung des Euros, Schengener Abkommen, NATO-Beitritt, Euro-Einführung sowieso, sagen wir noch verlustige Gesetze, Rentenkürzung, alles, also im Prinzip alles Bummi. So, jetzt ist eine Frage. Was ist denn eigentlich die Bundesrepublik? Die Bundesrepublik ist ja nicht durch eine Wahl an die Macht gekommen, sondern sie ist durch das Notstandsrecht an die Macht gekommen. Ihr müsst euch so vorstellen wie bei einem Autounfall. Also zwei Autos fahren aufeinander und einer davon schwingt sich jetzt auf, den Unfallschaden zu beseitigen. Der wird nicht gewählt, der macht doch nicht erst eine Wahlordnung oder geht doch nicht erst in den Ort rein, um sich sozusagen als Unfallhelfer wählen zu lassen, oder macht es einfach. Und hinterher kommt die Unfallkommission und entscheidet, ob der den Unfall beseitigt hat, das ordentlich gemacht hat oder nicht. Ja, weil da wurde ein Unfall untersucht und da wurde ein Protokoll gemacht. Und genauso funktioniert es im Staat.
Der Notstandsleiter macht erstmal den behandelten Unfall und hinterher tut der Verweser sagen, ja, hast du toll gemacht oder hier hast du dich gegen die Gesetze abgestellt, das tun wir nicht entlasten. Und da greift die Privathaftung. Deswegen, wenn ihr irgendwo hört, dass also die sogenannten Beamten der BAD für irgendwas haften, haften sie deswegen, weil für die Handlung, die sie gemacht haben, es keine Chance zur Entlastung gibt. Zum Beispiel Gesetze ausfertigen ohne Unterschrift, Urteile machen ohne Unterschrift oder Willkür machen in die Gerichte. Also sagen wir mal, die Anträge, die du stellst, die der Richter einfach wegbügelt, ja, weil er eben die Sache gar nicht untersucht und er sagt, das interessiert mich nicht. Ich habe ja meine Anweisungen, die Gesetze interessieren mich nicht, das ist ja das, was wir tagtäglich erleben. Und das ist nicht entlastbar. Das heißt, dafür haftet der Richter privat unbeschränkt. Jetzt ist die Frage, wenn Sie eben ein Haus weggenommen haben, was weiß ich, 500.000 Euro Land noch dazu und eine Familie, der ganze Verdienstausfall, wer soll denn das ersetzen? Hat denn der Richter so viel Geld oder nicht? Die bleiben also irgendwie auf so einem Kollateralschaden sitzen. Und die Schadensforderungen werden ja immer höher, weil wir haben ja gar noch gar keine Steuern gezahlt. Wie wollen wir denn aufs kaiserliche Konto was einzahlen? Wie soll denn der Kaiser uns in Rente zahlen? Das, was wir an Rente kriegen, ist nur eine notstandsrechtliche Abfindung, damit du in deinem Rentendasein nicht verhungerst. Das ist aber nicht unsere Rente. Das hat der Kaiser auch nicht gewollt. Und die Frau Merkel hat auch keinen Zugriff aufs Rentenkonto. Die muss im Prinzip alles in den USA schaffen, die zweigen ihr Zeug ab und wir kriegen nur ein paar Almosen. Die Sozialhilfe, die uns als Hartz IV verkauft wird, das ist grob illegal. Weil jeder, der hier in dem Land lebt und nicht zum aktiven Wehrdienst und der kaiserlich-königlichen Armee eingerufen ist, sondern eben aufgrund des Waffenstillstands in Zivil rumläuft, der hat Alimentierung zu kriegen nach HLKO. Was haben wir gemacht? Wir haben den Leuten einfach die Staatsangehörigkeit gestohlen, indem sie eben die Staatsangehörigkeit vom Adolf Hitler gegeben haben. Und wir haben jetzt ein Schreiben gekriegt von Alois Schwarzenberg, vom Landratsamt, und die haben uns hergeleitet, dass die Staatsangehörigkeit Deutsch vom 30.08.1934 stammt und dass auf Grundlage dieses Gesetzes dann das zweite Gesetz vom 5.02.1934 ausgefertigt wurde, was zu der deutschen Staatsangehörigkeit geführt hatte. Nun frage ich mich, ich habe irgendwann einmal Staatsbürgerkunde gehabt in der DDR. Und mir ist immer erzählt worden, wir haben nie eine Rechtsnachfolge angetreten von 1933 bis 1945. Also wie können wir dann ein Gesetz in Wirkung gesetzt haben, obwohl wir die Rechtsnachfolge gar nicht angetreten haben? Kann doch nicht funktionieren. Wenn wir hier in der DDR nie Adolf Hitlers Gesetze für gültig erachtet haben, haben wir auch keine Rechtsnachfolge angetreten. Und wenn die Wiedervereinigung nicht stattgefunden hat, weil sie bloß zu Firmen vereinigt haben, der Staat war ja nie geteilt. Der Staat, das sind die Grenzen von 1914. Die hat niemand geteilt, die sind immer noch so. Dass wir heute dort eine Zollgrenze haben nach Polen und nach Schlesien und nach Ostpreußen. Das liegt dann daran, dass die Nachfolgeorganisation der Weimarer Republik uns dort nicht hinreisen lässt und reisen darf. Aber der Staat ist immer noch in diesen Grenzen. Man kann auch keine Gebietsansprüche stellen, weil das Ding gehört halt nur zum Staat. Ja, die Bundesrepublik hat eben keinen Gebietsanspruch als Firma auf das Stück, aber der Staat besteht noch. Und jetzt ist der Punkt, dass eben es Verordnungen gibt, auch in Bezug auf die Auflassung, dass also alle 99 Jahre geprüft werden muss, ob der Stand des Katasters immer noch der gleiche ist. Also es heißt, nach 99 Jahren sind die Bodenrechte, die an eine bestimmte Familie oder an eine bestimmte Gemeinde vergeben wurden, ob da wirklich noch jemand da ist, der das Land bewirtschaftet. Das sind die sogenannten Bodenrechte. Und die laufen nach 99 Jahren aus. Das heißt, wenn wir keinen Verweser haben, der legitimiert wäre, diese Bodenrechte sozusagen im Kataster fortzuschreiben, verfallen die einfach und dann wird das Gebiet neu ausgeschrieben. Und das ist der Grund, weshalb die Frau Merkel hier die Investoren reinholt, die dann mit ausländischen Geldern aus Saudi-Arabien, Israel, sonst irgendwelche Interessenten oder USA hier sozusagen die Bodenrechte erwirbt und dann entscheidet, du musst mit deinem Haus verschwinden und hier machen wir jetzt Visa und so weiter. Da kannst du 10-mal einen Bausparvertrag abgeschlossen haben, das interessiert dann alles nicht. Du wirst dann geräumt, weil du hast keine ordentliche Staatsangehörigkeit und du hast den Boden noch nicht erwerben können. Denn das Grundbuch ist nur der Nachweis des aktuellen Besitzers. Besitz ist derjenige, der die aktuelle Verfügungsgewalt über das Eggeland hat, aber noch lange nicht der Eigentümer. Der Eigentümer wird im Kataster beim Liegenschaftsamt hinterlegt. Und das Kataster ist das erste, was die Russen
aus Berlin rausgeschafft haben. Also Wilhelmstraße 1 in Berlin war das Kataster und dann gab es von dort Kopien. In Zittau gab es was, in Dresden gab es was, wie ich gehört habe, auch in Zwickau hatten sie kleine, regionale. Und die haben sie dann alle ausgeräumt und haben das im Prinzip nach Krakau geschafft. Und dort ist ein Bunker und das ist immer noch unter russischer Besatzung, damit dort keiner drin rumschreiben kann. Das ist zu unserem Schutz. Ja, wenn also jetzt die Bundesrepublik käme und würde sagen, wir haben ja wieder neue Verkäufe, da würden die Sachen nicht schon wirken. Das Kataster bleibt so lange, bis ihr an der Weser gewählt habt. Und der Verweser, den wir noch wählen müssen, den wir selber wählen müssen, wo wir keine Bundeswahlkommission fragen müssen, der muss gewählt werden mit einem richtigen Referendum, mit richtigen Dokumenten. Und der darf das Kataster fortschreiben und der kann die Bodenrechte wieder 99 Jahre verlängern. Ob der dann, was weiß ich, ein paar tausend Hektar erstmal unter seiner Verwaltung hat und das dann hinterher aufteilt, eine andere Sache. Entscheidend ist, dass die Bodenrechte erstmal formal verlängert werden, also nicht ins Ausland verhögert werden. Weil sind sie einmal weg, haben wir keine Verfügungsgewalt mehr. Ja? Und die Bundesrepublik hat für den Fall schon mal Verträge mit Afrika gemacht, dass also die, die keine ordentliche Staatsangehörigkeit nachweisen können, einfach aus Deutschland deportieren können. Hat man gemacht, muss man sich mal überlegen. Also das ist Hochverrat, schlimmer geht's halt nicht. Mit Libyen, mit Syrien und den ganzen Ländern, wo sie jetzt Krieg führen und diese im Prinzip von der regulären Bevölkerung reinigen, da sollen wir dann dort hinziehen, damit die hier die Bodenrechte verhögern können, weil Deutschland ist autark. Also Deutschland kann sich äußerlich abschotten, mit Grenzen zumachen und die könnten ohne Außenhandel existieren. Und das ist das sehr lukrative Land, weshalb es also hier versucht wird, uns hier Platz zu machen. Wie lange laufen die Bodenrechte? 99 Jahre sind die maximal. Die letzten. Die letzten sind vom 27.10.1918. Ah, cool. So, also haben wir dann bis 2017 26.10. Zeit, weil die Frist läuft immer ins Minus. Also der 26. Ablauf des Tages wäre wieder zu verlängern. Ja, der 27. gehört zum neuen dazu. Also das, so, und da müsst ihr ja wissen, so eine Wahl organisieren, ist noch Aufzeichnungszeit? 27 Jahre. Ja, gut. So eine Wahl läuft 69 Tage, also reguläre Wahl. Man kann in einem Notfall das auch kürzer machen, aber es gibt wohl keine gültige Wahl, die kürzer ist als 14 Tage. Man muss auch wissen, dass viele Wahlen zwei oder mehr Wahlgänge brauchen. Das heißt, wir können uns nicht bis September Zeit lassen nächstes Jahr, sondern müssen in der Verweserwahl Anfang des Jahres machen, damit im Fall in einzelnen Orten ist nochmal was schief gegangen, da sind mal wegen irgendwelcher Wahlzetteln nicht richtig ausgefüllt oder die Ausweise nicht richtig ausgestellt, dass dort nochmal nachgewaschen werden kann. Und erst dann, wenn die regionalen Verweser für die Bundesstaaten und die größeren Siedelgebiete gewählt sind, dann kann man sozusagen das Gebiet schließen und dann den ganzen Bundesstaat aktivieren und wenn alle Bundesstaaten aktiviert sind, dann dort den Reichskanzler wählen oder den Reichsverweser. Das ist aber wirklich das allerletzte. Und dieser Reichsverweser macht dann die Außenverträge mit den diplomatischen Beziehungen mit den ganzen Staaten. Und dann müssen wir zwei Anerkennungen kriegen. Ich gehe mal davon aus, Venezuela und Iran, da haben wir sie kriegen. Brasilien sieht auch gut aus und von Russland sieht es auch gut aus. Zwei brauchen wir. Ja, wenn zwei Staaten das anerkennen, ist die internationale Anerkennung durch. Dann können wir unseren Sitz an der UN wieder besetzen. Es gibt vielleicht Germany da, aber da müsste dann German Empire stehen. Aber das ist noch lange hin. Handlungsfähig wird der Staat, wenn es einen Verweser des Gebietes gibt. Also in einem Siegelgebiet jemand gibt, der per Referendum und per Wahl eingesetzt wurde. Ich tue mal kurz unterbrechen, damit hier das Video nicht überläuft.